In der nun folgenden Folge von Harveys Neue Augen hat Audacity das falsche Mikrofon aufgenommen und deswegen hört es sich schrecklich an. Deswegen, ja, jetzt folgt Harveys Neue Augen mit Kommentar über das schlechte Mikrofon. Und ja, es tut mir leid. Hallo bei Harveys Neue Augen. Wir sind in der Anschalt. Im Ofen, Heizraum, was auch immer. Und Poki haben wir uns angehört. Okay, dann schauen wir uns, glaube ich, erstmal die Sachen hier an. Die haben wir uns noch nicht angeschaut, oder? Die Lampe leuchtete rot. Okay. Die Lampe leuchtete rot. Okay, das ist mir jetzt klar. Die Lampe leuchtete hier rot. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Und da ist eine Lochkarte, okay. Ach, die müssen wir jetzt so stanzen. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte jetzt an, okay, eine Lochkarte hier rein. Das war wohl die falsche Karte. Vielleicht gehört die in diesen Lochkartenschlitz? Das war wohl die falsche Karte. In, dahinter? Das war wohl die falsche Karte. Ich bin mir unsicher, ob es hier klappen wird. Oh doch, okay. Okay, das Rätsel haben wir gelöst. Ich dachte, es würde ein kompliziertes sein, aber... Oh, das ist doch... Das ist doch Herr Mantel. Ja, Herr Mantel. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Sehr überzeugend. Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Tja, kommt hin, ist Edna. Na. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Also er will einen Staubwedel, ist okay. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Alter, krasser Herrmantel. Für dich immer noch Herrmantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich doch da die meine Karte. Okay, das hat er glaube ich schon gesagt. Aha, Herr Mantel denkt also, er wäre ein Mantel. Ja, das hätte ich eigentlich schon mal in Edna Bericht auswirken können. Wartungsraum und Dach, okay, Poki. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsscreens. Besonders musste ich sehr stark um diesen Screen kämpfen, weil niemand gedacht hätte, dass es möglich sei, diese Kletteranimation halt ökonomisch und richtig halt irgendwie, ja, erstmal zu erstellen und dann auch noch zu implementieren, alles im Zeitplan. Und schließlich war mir das aber so wichtig, dass der reinkommt, dass ich diese Kletteranimation just selbst gemacht habe. Das ist eine von meinen Animationen, wie Lilly hier hochklettert. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das hinbekommen habe und dass es halt auch tatsächlich Spaß macht, das zu spielen und richtig eingeskriptet ist. Ich war gerade fertig mit der Animation und wir hatten es auch schon eingeskriptet, als irgendjemandem auffiel, und was ist jetzt hier mit Harvey? Was passiert, wenn Lilly hier etwas Verbotenes tut, mit Sachen, die sie im Inventar hat zum Beispiel? Und dann ist aufgefallen, wir haben keine Möglichkeit, hier Harvey irgendwie reinzuschicken. Und dann musste ich tatsächlich noch eine Animation machen, und zwar wie Harvey oben in den Kamin reinguckt.
Die Animation hat mir auch besonders gut gefallen. Und endlich konnte ich ein bisschen animieren, was ja auch nur fair ist, weil ich musste in diesem Raum ja nur ein Drittel des Screens bemalen und zeichnen. Außerdem ist hier natürlich ein frohes Wiedersehen mit Herrn Mantel. Es ist aber nicht mehr der weiße Herr Mantel. Nein, wir haben es jetzt mit dem schwarzen Herr Mantel zu tun. Und ebenfalls brilliert hier wieder Jens Andresen in der Rolle des Herrn Mantel. Besonders gefreut hat mich am Wiedersehen mit Jens, dass er tatsächlich für die Originalaufnahmen, wir ändern nicht aus, hatte er sich extra für die Rolle des Herrn Mantel ein falsches Gebiss mitgenommen, das er sich im Mund gesteckt hat, um ein bisschen älter zu klingen. Und genau dasselbe Gebiss hatte er auch tatsächlich wieder mit. Ah, das fand ich zu herzig. Schön. Was können wir denn hier überhaupt brechen? Wahrscheinlich ihm kein Schaufel zu geben, weil er keinen haben will, oder? Ach, die Kletteranimation. Aber wir gehen zuerst mal aufs Dach. Der Bienenmann! Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Bienenmann! Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Machen wir wahrscheinlich dadurch, aber trotzdem hören wir schon Poki an. Und hier gibt es wieder ein Wiedersehen. Das kann ich jetzt fast in jedem Screen hier sagen. Aber hier sage ich so gerne, denn das Wiedersehen betrifft den Bienenmann. Wir sind das erste Mal auf dem Dach der Anstalt. Also nicht auf dem Dach des Turms der Anstalt, sondern auf dem Hauptdach der Anstalt. Den Turm sehen wir ja rechts im Bild angeschnitten. Und hier sitzt einer meiner Lieblingscharaktere aus Teil 1, der Bienenmann. Der halt immer ein wenig, ja, ich will fast sagen, Nachdenklichkeit und Philosophie in die Geschichte bringt. So auch in diesem Teil. Und beim Schreiben des Walkthroughs dachte ich immer so, ah, fällt er nicht vielleicht ein bisschen raus? Es wirkt er halt irgendwie angesetzt, der Auftritt vom Bienenmann. Muss der wirklich rein? Gehört er zum Spiel? Sagt er irgendwas Wichtiges? Da habe ich die Texte geschrieben und nach den Sprachaufnahmen, nachdem wir dann die Files hatten und wie ich das gespielt habe, dachte ich, ja, der kommt genau an der richtigen Stelle. Dieser kurze, besinnliche Augenblick, in dem wir uns vom Bienenmann ein bisschen Tiefsinn vortragen lassen können. Der Bienenmann. Da kommen wir dann durch anders Dings da rein, aber zum Wartungsraum. Oh, da. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Die Idee war gut. Ach so, ja, hier ist ein Ofen, aber wir haben jetzt einen Käse. Und jeder weiß, Käse funktioniert genau wie Lochkarten. Also ist eine Scheibe, hat Löcher drin, kann auch erkannt werden, also kein Problem. Hier, Käsescheibe. Natürlich funktioniert's. Ach nee. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Nicht bis später, nein, ich will spitze Gegenstände benutzen. Dosenöffner? Ach. Aber was? Ich will ihn nicht benutzen, ich will ihn nur klauen. Pizzaflyer? Wow. Einfach nochmal irgendwas random aktiviert. Okay. Hallo? Hallo? Eine Million und eins Dinge gäbe es, über den Wartungsraum zu erzählen. Unter anderem natürlich, dass ich hier einen weiteren Auftritt habe. Diesmal heißt die Rolle tatsächlich nach mir Poki von Spermie Spitzer Service. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das Widerlichste, was ich jemals geschrieben habe und musste es auch dann selbst einsprechen. Nein, stimmt nicht, so widerlich war der Text gar nicht. Aber die Stimme war widerlich.
Und dann natürlich, dass dies einer der wenigen Räume in Dr. Marcells Anstalt ist, die wir im ersten Teil, also in Edna bricht aus, nicht besuchen durften. Obwohl die Tür angezeichnet war. Es war die einzige Tür, nein, eine von zwei Türen, die wir nicht benutzen durften. Genau. Um hier dieses Fauxpas quasi wieder gut zu machen, habe ich hier uns tatsächlich mal in diesen Raum gebracht, dem Abstellraum. Ebenfalls ein kleines Wiedersehen gibt es hier mit dem angespitzten Stuhlbein. Mhm. Wie auch immer es hierher gekommen ist, da ist es nun und versperrt uns den Weg in die Kammer. Das vielleicht aber lustigste kleine Anekdötchen, das ich hierüber zu erzählen habe, müsste mir eigentlich sehr peinlich sein, aber ich erzähle so gerne irgendwelche Geschichten. Und deswegen ist es mir vollkommen egal, dass ihr mich nachher alle für einen Idioten halten werdet, wenn ich die zu Ende erzählt habe. Und zwar habe ich doch zunächst diesen Flyer hier an die Wand gezeichnet, den Pizza-Flyer, und habe dem italienische Farben geben wollen. Hab mich aber vertan in der italienischen Flagge und habe die Farben vertauscht, sodass im Endeffekt eine falsche Flagge dabei rauskam. Als ich die Texte schrieb, ist mir dieser Fauxpas aufgefallen und ich dachte, ich bin vollkommen clever und mache einen kleinen Gag draus, indem ich dem Erzähler in den Mund lege, ob es wohl viele belgische Pizza-Services in der Umgebung gab. Das Problem war nur, es war nicht die belgische Flagge, die halt irgendwie die zerwürfelte italienische Flagge ist. Die belgische Flagge ist natürlich die zerwürfelte deutsche Flagge, sondern die ungarische Flagge ist die zerwürfelte italienische Flagge, die wir dort sehen. Das heißt, der eigentliche Gag wäre ungarische gewesen. Wir hatten keine andere Wahl, als Gunnar, den wir ja im Haus haben, in unser eigenes kleines Studio-Kabuff zu sperren, damit er nochmal das Wort ungarische drüber sprechen kann, um meinen Fehler auszubügeln. Deswegen ist dieser sehr seltsame Sprachfall zustande gekommen, über drei Ecken, wo ich zweimal versucht habe, lustig zu sein, um einen Fehler auszubügeln, und es beide Male nach hinten losgegangen ist. Also, viel Spaß. Dann schauen wir es uns den Flyer doch an. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Toll, dass da jetzt auch noch italienisch steht. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Das ist aber auch ein anderer Typ, oder? Tomaten hätte ich gern, Brokkoli will ich, Blaubeeren natürlich und Bananen auch, ja, okay. Willkommen bei Swermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Allsteinsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Einmal ohne alles, okay. Kreditkarte? Ach klar, wenn die Pizza kommt, müssen wir zahlen. Ja, schlau. Ah, spitze Gegenstände ist das nächste, was wir brauchen. Und dann können wir, glaube ich, mit der Kreditkarte eine neue Lochkarte machen. Okay, dann nehmen wir erstmal die Pizza. Die Tür war fest verschlossen. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Da war gerade einfach englischer Text, warum? Was? Oh! Nein. Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht. Tat aber stattdessen Folgendes. Sich anhören, was Poki dazu zu sagen hat.
um diese spannende Situation nicht weiter zu verderben, werde ich diesmal gar nicht so viele Worte machen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben. Findet ihr es nicht irgendwie immer ein bisschen anzüglich, wie diese Aufziehpuppen halt irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, diese Aufziehschnüre, irgendwas Perverses hat das? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, das finde ich auch. Gut so. Schön stillhalten. Ich würde ja sagen, wir könnten hier mit unserem abgebrochenen Stuhlbein oder sowas hier... Aber ich denke, wir müssen erstmal spitze Gegenstände verwenden. Seltsam. Nicht einmal auf Lilly... Du sollst keine... Ja, eben. Deswegen meine ich doch. Selbst nicht... Du sollst erwachsen. Ach, hä? Hä, das habe ich doch schon aktiviert. Achso, dann können wir zappeln, oder? Ah. Woogie. Ah. Woogie, ja, ja. Sprengt das mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben Kartoffelgnome, einen Drachen, eine Pfeife und... Ach, die Koboldklammen. Ja. Das ist ein sehr besonderer Screen, wie ich finde. Erstmal gefällt mir die Farbgebung unglaublich und eigentlich hätte ich diesen Screen am liebsten zuallererst gezeichnet, um halt die gesamte Farbstimmung des Spiels so ein bisschen vorzugeben. Es hat irgendwie diese seltsame Mischung aus Orange und Lila, die halt in verschiedenen Screens auftaucht, also halt irgendwie eher so, ja, es ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Kontrast und dazwischen grün. Irgendwie leuchtet der sehr angenehm mit diesem Gelb und dem Lila und dem Grün. Also ist sehr merkwürdig, aber eben genauso schrullig, wie Lilly Nummer auch ist. Eine sehr schöne Farbstimmung. Hier unten ist die Armee der Zensurgnome. Ich habe ja schon mal in einem früheren Audiokommentar irgendwo erzählt, dass ich solche Gnome früher mal gezeichnet habe. Und das sind auch tatsächlich die Helme, die ich früher denen immer aufgezeichnet habe. Die habe ich einfach genauso gelassen. Und was gibt es denn noch zu sagen zu diesen, die ganzen Sachzusammenhänge sind halt hier hochkomplex sozusagen, weil sich ja hier dieses seltsame Fantasy-Setting, in das Lilly da geworfen wird mit ihrem Unterbewusstsein und einer Sinnebene sozusagen, einer metaphorischen Ebene irgendwie überlagert und die Gnome hier aus zwei Gründen quasi stehen, einmal um die Fantasiewelt der Irren zu bevölkern, aber auch eben um den Stausee da hinten aufzuhalten, was auch immer da zutage kommt. Der Stausee. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Oh, Drachenschwanz. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Aha. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Ach ja, dieser Dämonensprecher, der ist echt toll. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis.